بسم الله الرحمن الرحيم، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. أما بعد، بسم تنبوخ العربية بين يديك، الوحدة السادسة und الصلاة، الدرس الثالث والخمسون. Einige schöne Sachen, die wir vor der Aufnahme vielleicht geredet haben, ich gerne auch in der Aufnahme erwähnen möchte, ist Sachen, die im Umgangssprache oder in der Umgangssprache geredet werden. Und zwar Wörter wie zum Beispiel Allah ikhallina yaki, ikhallina yak zum Beispiel. Was sowas wie möge uns Allah sajal nicht dich verlieren lassen oder ja nicht lassen, weil khalla ist sowas wie lassen. Wenn man das aber auf Fusha übersetzt, dann heißt das sowas wie möge dich Allah verlassen. Also ein paar Sachen, die man aufpassen sollte. Ebenso in Ägypten ist es Gewohnheit, dass die Menschen viele Komplimente machen. Dann werdet ihr zum Beispiel hören, Ahsan nas, also die fragen dann, von wo kommt ihr? Und dann sagt man Deutschland, Russland, auch wenn es vom Arabischen, also auch wenn es von einer anderen Stadt ist, Iskenderia, Alexandria oder so, dann sagt man öfters Ahsan nas. So die besten Menschen. Was nicht unbedingt sein muss, also das muss nicht unbedingt ehrlich sein. Kann einfach nur so als Kompliment ankommen. Und ebenso, wenn man irgendwo isst, dann sagt man Khalli anna. Also sowas wie lasst in der Tasche oder muss nicht bezahlen, steckt zurück. Was eigentlich auch nur ein Kompliment ist. Also sie meinen das nicht ernst. Auch wenn die es drei, viermal machen. Also wirklich, die machen das manchmal drei, viermal. Man denkt wirklich, er meint das ernst. Als ich das zum ersten Mal gehört habe, hat mein Vater mir gesagt, so lass mal ausprobieren, einmal so das Geld zurücklassen. Einige Türken haben das gemacht. Einer hat es gemacht, der ist extra von Türkei hierher gekommen und hat in einem Restaurant Fisch gegessen. Und die haben dann Kalyana gesagt. Und er ist dann auch wirklich gegangen. Er hat nichts bezahlt. Ein anderer Freund ist dann von der Türkei gekommen und die haben gesagt, lass mal irgendwie draußen essen. Er sagt, ich kenne ein Restaurant, wo die dann sagen, Kalyanak, und wir bezahlen da nicht. Lass mal dorthin gehen. Die sind dorthin gegangen, haben dann gegessen. Und dann haben die Al-Hisab gesagt, die Fatura, die Rechnung bitte. Und die haben dann die Rechnung gegeben und haben gesagt, von letztes Mal hattest du noch eine Rechnung. Die andere Rechnung haben die nicht vergessen. Und das ist ähnlich, subhanallah. Deswegen, wenn ihr nach Ägypten kommt, dieses Khalianak ist ein Kompliment. Das ist nicht ernst. Wir fangen dann mit dem Unterricht an. Al-Tadrib al-Awwal. Al-Qira'a. Iqra' thumma da' alamat sah bijanib al-Kalimatain al-Mutatabiqatain fi kulli majmu'. Mutatabiqatain, yani mutasawiyan, gleich. Wahid. أين الكلمتان المتطابقتان؟ يرسل يرسل يغسل الألف والجيم. نعم، ألف وجيم، يغسل ويغسل. ما معنى يغسل؟ Das auf Deutsch sagen, oder? Ja, auf Deutsch. Waschen. نعم هو يغسل er wäscht. وما معنى تغسل؟ Du wäschst. Genau. أو هي تغسل. أنت تغسل وهي تغسل أيضا. Also man kann sagen sie wäscht, das heißt dann auch تغسل, هي تغسل. Und du männlich wäschst. أنت تغسل. طيب. رقم اثنان ألف كتاب كتاب والكتاب أين الكلمتان المتطابقتان؟ كتاب ألف وباء ألف وباء. وما الفرق بين كتاب والكتاب؟ ألف واللام أحسنت، نعم. ففي الألمانية كتاب أين بوخ، نعم الكتاب داس بوخ، نكرة
Muarraf. Nekira ist dieses unbekannte, unbestimmte Artikel und Muarraf ist der bestimmte. Also eigentlich das bestimmte Wort und das unbestimmte Wort. Nekira und Muarraf. Mein Lehrer sagte mir früher, Khalik Nekira, wala takun Ma'rifa. Also bleib, Khalik jetzt hier sowas wie bleib, bleib unbekannt und werde nicht bekannt. Im Arabischen, Al-Mu'arraf sind vielleicht, ich weiß nicht jetzt, drei, sechs Sorten von Wörtern, die Mu'arraf sind, die bekannt sind. Alles andere ist Nekira. Deswegen sagt er mir, Khalik Nekira, wala takun Ma'rifa. ثلاثة العاشر العاشر العاشرة أين الكلمتان المتطابقتان؟ العاشر نعم ألف وباء. نعم وما الفرق بين العاشر والعاشرة؟ العاشر هو مذكر، نعم والعاشرة هي مؤنث. أحسنت نعم هي مؤنثة الكلمة مؤنثة. أوكي. بي العاشر könnte man auch vielleicht ein bisschen so interpretieren. Also wenn du sagst العاشر مذكر, das Wort العاشر, also العاشر ist مذكر. Und man könnte auch sagen الحرف, weil das Wort الكلمة kann man auch حرف nennen. Alif und Harf. Also da gab es irgendwie einige Sätze oder einige Hadithe, die das gesagt haben. Ich kann mich jetzt nicht erinnern. Zum Beispiel gibt es auch, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, La aqulu anna Alif la Mim Harf. Ich sage nicht, dass Alif la Mim Harf ist. Ich sage Alif und Harf wa Mim und Harf, Alif la wa Lam und Harf wa Mim und Harf. Deswegen Huruf, Harf, Buchstaben kann man auch als Wort bezeichnen. طيب, رقم 4. الطبيب, الطالب, الطبيب. أين الكلمتان المتطابقتان؟ الطبيب ألف وجيم. نعم, ألف وجيم. وما معنى الطبيب وما معنى الطالب في الألمانية؟ الطبيب ist der Doktor. الطالب ist der Schüler oder Student. Genau. Und Tabib ist, glaube ich, mehr der Arzt. Okay. Wallahu a'lam. Oder ja, Tabib könnte man im Arabischen vielleicht für beide bezeichnen, im Krankenhaus und in der Praxis. Wallahu a'lam. Doktor und Arzt, glaube ich, im Deutschen unterscheidet sich nicht großartig, Bruder. Ach so, Glaube weil ich nur, ob der einen Titel hat oder nicht. Ich habe so einen Film gesehen, kann ich dir auch später schicken. Da haben diesen Unterschied gemacht. Ein Araber sagt, du bist ein Doktor, und er sagt, nein, ich bin ein Arzt. Kann sein, dass es im Wörterbuch tatsächlich einen Unterschied gibt. Aber in Okay, der, schauen wir mal wie nach. man es benutzt, ne? Kenne ich jetzt keinen Unterschied, wallah. طيب التدريب الثاني اقرأ ثم ضع علامة صح بجانب الجملتين المتطابقتين في كل مجموعة. رقم 1 أنا مسافر إلى مكة. أنا مسافرة إلى مكة وأنا مسافرة إلى مكة. أين الجملتان المتطابقتان؟ وجيم، أنا مسافرة إلى مكة. نعم. وما معنى أنا مسافرة إلى مكة؟ يعني eine Frau, ich sage auf Deutsch, Bruder, eine Frau, die nach Mekka reist. Also sie sagt selber über sich, ich reise nach Mekka, aber gemeint ist, dass sie weiblich ist. Und bei Anna Musafirun, das wäre zum Beispiel, wenn ich das sage, ein Mann sagt das, ich reise Ahsan, nach نعم Mekka. صحيح. أوكي رقم 2 إلى أين تذهب وإلى أين تذهب وإلى أين تذهبين؟ إلى أين تذهب ألف وباء؟
Humma? Domir Mutasil. Die Tessabine. نعم تذهبين يعني أنت تذهبين أم هي تذهبين أم أنت من يذهب تذهبين. أنت أحسن نعم تذهبين. نعم وأنت تذهب وهي تذهب. نعم أحسن deswegen إلى أين تذهب كان sein wohin gehst du und wohin geht sie und wohin gehst du weiblich إلى أين تذهبين Natürlich gibt es hier eine, also ich könnte es jetzt vielleicht sagen, es gibt dieses Af'alul Khamsa, hast du davon mal was gehört? Namen. Af'alul Khamsa, Ja. genau. Und eigentlich sagt man ja zum Beispiel Fi'l Mudari', also Gegenwart, Marfu'. Für den Gegenwart gibt es drei Arten, und zwar Marfu'. Wir sagen Marfu', also erhoben, wenn es ein Dhamma hat. Wir sagen Mansub, wenn es ein Fetha hat am Ende. Und wir sagen, und was natürlich auch eine Regel hat, also wenn einige bestimmte Wörter davor kommen, dann sagen wir Tadhaba, zum Beispiel Entadhaba, dass du gehst, Entadhaba. Und dann ist es dann Mansub. Und dann haben wir auch noch Majzum, so bei einigen Buchstaben, wie zum Beispiel Lem, Lem Tadhab. Du bist nicht gegangen. Und da ist dann das Fe'l oder das Verb Majzum, so nennt man das. Es gibt aber diese Af'alul Khamsa, die dann zum Beispiel Tadhabina haben, mit dem Ja, und Tadhabani, ihr beide geht, und Tadhabuna, ihr geht. Diese gehören dann zu den Af'alul Khamsa, die fünf Verben. Wir haben jetzt gerade eigentlich drei erwähnt. Warum? Weil Tadhabina ist einer. Und dann nachher haben wir zweimal Tadhabani. Tadhabani. Und Tadhabuna eigentlich auch einmal. Da fehlt noch einer. Den muss ich mich noch irgendwie, an den muss ich noch irgendwie erinnern. Es sei denn, du weißt es noch. Yathabuna, oder nicht? Ah, Yathabuna, genau. Tathabuna, nein. Yathabuna ist der, der gefehlt hat, oder? Tathabina ist zweimal, ne? Nee, muss Tathabani ich. ist Afon, ach. Da muss noch irgendwie etwas noch gemacht werden. Tazhabani, Yazhabani. Tadhabina, Tadhabuna. Da muss noch einer sein. Wallahu a'lam. Okay, aber es sind fünf. Af'alul Khams. Aber Und wir haben die, glaube ich, genannt, Bruder. Guck mal, Yathabani, dann Yathabuna, Tathabani, Tathabuna und Tathabina. Das sind die fünf da. Einmal mit Ja am Anfang, mit Ta am Anfang und dann noch Tathabina. Das müssten die sein, Bruder. Ganz kurz nochmal. Als erstes, Tadhabina. Du gehst weiblich. Und dann nachher? Der zweite? Jetzt Albuna, sie gehen. Okay. Dann Tethalbuna, ihr geht. Ach so, ja, genau. Genau. Jetabani und Tethalbani. Die beiden gehen, also für Rarib und dann noch Muchatab, ne? Ach so, ja, Für genau, zwei. richtig. Genau. Barakallahu fik. Was Afikum würde ich ohne dich barakallah. machen? Da Okay, dann gehen wir zu drei. نذهب إلى ثلاثة. أصلي في البيت، أصلي في البيت، وأصلي في المسجد. هنا الجملتان المتطابقتان. أصلي في البيت ألف وباء نعم. والمعنى يعني أصلي في البيت وفرق بين
Einmal ist, betet man im Haus, also selber, ne? Ich bete im Haus und das andere ist, ich bete in der Moschee. نعم أحسن. طيب رقم أربعة، أنا ذاهب معك، أنا ذاهبة معك، وأنا ذاهب معك. أنا ذاهب معك ألف وجيم والفاك تا مبوطة يعني المؤنث. Das نعم eine ist wieder weiblich, die anderen beiden sind männlich für Person صحيح. der Ich-Form. نعم ذاهب مذكر ich gehe männlich وأنا ذاهبة ist مؤنث weiblich ich gehe weiblich. طيب هكذا نذهب إلى الصفحة التالية. طيب التدريب الثالث، صل بين الجملة والصورة المناسبة. الجملة تقول: أنت مسافر إلى تركيا. الجملة تناسب أي صورة؟ صورة جيم. صورة جيم. أحسنت. طيب رقم اثنان، هو مسافر إلى مكة. صورة ألف. صورة ألف. أحسنت. نعم. رقم ثلاثة، أنت مسافرة إلى مصر. صورة ح. صورتها نعم. ورقم أربعة، أنا مسافر إلى المدينة. صورة ب. بقى. نعم. رقم خمسة، هي مسافرة إلى سوريا. صورة دال. ده أحسن. نعم. الآن ننتقل إلى التدريب الرابع، صل بين السؤال والجواب. لدينا رقم واحد، أين تصلي الجمعة؟ نوصلها، يصل، نوصل، نوصل. الجملة أو السؤال مع أي جواب؟ جواب الواو. في المسجد الحرام. نعم مثلا. أصلي الجمعة في المسجد الحرام. طيب رقم اثنان، هل أنت مريض؟ جواب دال. لا أنا بخير. أحسنت. نعم. رقم ثلاثة، إلى أين أنت مسافر؟ جواب ألف. أنا نعم مسافر إلى مكة. أحسنت. رقم أربعة، هل تستيقظ مبكرا؟ جواب ب. لا أستيقظ متأخرا. نعم. رقم خمسة، إلى أين أنت ذاهب؟ جواب جيم. نعم أنا ذاهب إلى المدرسة. أحسنت. رقم ستة، هل تسمع الآذان؟ جواب ح. نعم أسمع الأذان. أحسنت. نعم. ننتقل إلى الصفحة التالية. تدريب خمسة، اقرأ الفقرة ثم أجب عن الأسئلة. هل تريد أن تقرأ؟ نعم. Hier habe ich zum Beispiel gesagt, hel turid, willst du? Willst du ist im Arabischen, im Deutschen auch ein Modalverb. Das bedeutet, im Arabischen, wenn man ein Modalverb benutzt, dann benutzt man öfters en. Hel turidu, en. Und dann nachher taqra, du liest, also möchtest du lesen. Und hier sagen wir en taqra'a. La naqul, wir sagen nicht en taqra'u, wa innama en taqra'a. Hier so eine kleine Anmerkung. طيب تفضل. سلمان من تركيا. هو تركي. سلمان مسافر إلى مكة
في صلاتي في المسجد الحرام ومسافر إلى مكة في الحافلة سلمان سيصلي في المسجد الحرام الصلاة الخمس الفجر الصلوات الخمس. الصلوات الخمس الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء سلمان سيذهب إلى المدينة يوم الخامس سيصلي خميس. الجمعة الخامس سيصلي الجمعة في المسجد النبوي إن شاء الله. تمام، أنا سأترجم الآن. مترجم ايش übersetze. سلمان من تركيا. هي haben wir natürlich gesagt سلمان ونicht سلمان لأنه ممنوع من الصرف. Er kommt aus der Türkei, هو تركي, er ist Türke. سلمان مسافر, er ist Reisender oder er reist nach Mekka, إلى Mekka, للصلاة في المسجد الحرام, nach المسجد الحرام, zur Kaaba, um zu beten. Natürlich hier so eine kleine Anmerkung. Es gibt ja diesen einen Hadith, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, La tushaddu rihalu illa ila thalath. Also die Reittiere, sowas sozusagen, in Klammern, werden nicht vorbereitet zu reisen, außer zu drei Orten, und zwar al-Masjid al-Aqsa, al-Masjid al-Nabawi und al-Masjid al-Haram. Hier muss man so eine kleine Anmerkung machen, dass es nicht erlaubt ist, mit der Absicht oder mit dem Glauben, dass eine andere Moschee besser ist oder eine andere besondere Belohnung hat. Weil zum Beispiel in Deutschland eine gewaltige Moschee, eine sehr schöne Moschee gebaut wird, das verbreitet sich, dann kann man dorthin gehen. Man kann extra dorthin gehen und beten, aber man soll nicht denken, dass eben diese Belohnung anders ist als in einer anderen Moschee. Wallahu alam. Also das habe ich vor kurzem von unserem Lehrer gelernt hier in Ägypten. Huwa musafirun ila Mekka bil hafila. Er verreist nach Mekka mit dem Bus. Salmanu sayusalli fil masjid. Er wird sa li saufa mustaqbal Zukunft. Er wird in der Moschee, al-Haram Moschee, die fünf Gebete beten. As-Salawat lil khams. Al-Fajra, Morgengebet, wal-Dhuhra, das Mittagsgebet, wal-Asra, das Nachmittagsgebet, wal-Maghriba, das Abendgebet, wal-Isha, das Nachtgebet. Salmanu sayadhhabu ila al-Madina. Er geht auch zur Medina, oder er geht zur Medina, yawm al-Khamis, nicht Khamis. Man könnte eigentlich sagen auch den fünften Tag, aber es ist Donnerstag, deswegen yawm al-Khamis. Die Araber verstehen sofort nicht, wenn irgendwie etwas verlängert wird. Ein Elif und schon hat sich die Bedeutung irgendwie geändert und sie verstehen nichts. Sayusalli al-Jumu'ata, er betet das Freitagsgebet für den Masjid al-Nabawi in der Prophetenmoschee, inshallah. طيب. الآن الأسئلة. من أي بلد سلمان؟ سلمان من تركيا نعم. ما جنسيته؟ وتركي نعم. وإلى أين هو مسافر؟ هو مسافر إلى مكة إلى مكة، نعم. طيب، هل هو مسافر بالسيارة؟ لا هو مسافر بحافلة بالحافلة، نعم. لماذا هو مسافر إلى مكة؟ للصلوات الخمس لا نعم، لأنه، ويل، لأنه لأنه سيصلي في المسجد الحرام. سيصلي فسر. في المسجد الحرام الصلوات الخمس نعم، أحسنت. ولا دي فنف كبيتي دوت بيتن. طيب، ماذا سيصلي في المدينة؟
Äh, Jumla, letzter Satz. Na, dann müssen wir. Ich habe den Satz nicht ganz verstanden, wenn ich ehrlich bin. Also den Satz ja, die Frage wegen Ach Merve. so. Mörder, was? Mörder heißt was? Sayyusolli. Was wird er in Medina beten? Ah, okay, Bruder, war wieder so ein Denkfehler. Ich habe auf Deutsch gedacht, das hat keinen Sinn ergeben. Was hast du gedacht? Warum betet er? Oder warum will er in Ach Medina so. beten? Nee, wäre es warum, dann müssten wir sagen, sie mörder ist der Yusalli für Medina. Na, Sayyusolli Jumma. Na. Bei Meta sayadhabu ila al-Medina. سيذهب إلى المدينة يوم الخامس. يوم خميس. الخامس. نعم. خميس. وأين سيصلي الجمعة؟ سيصلي الجمعة في المسجد النبوي. نعم، أحسنت. طيب، ننتقل هكذا إلى آخر تدريب. تدريب 6، اقرأ الفقرة ثم ضع علامة صح أو خطأ. هل تريد أن تقرأ؟ نعم، تارك يصلي الظهر والعصر في المسجد عثمان ويصلي المغرب والعشاء في المسجد علي، تارك يدع المنية منبهة يدع المنبه ها في many ist was ganz anderes. منبه. Okay. Ist richtig so, oder? Ja, genau, يدع منبهة. المنبه بجانبه ويستيقظ مبكرا ويصلي الفجر في المسجد وينام بعد صلاة الفجر. نعم، ich werde ein bisschen mich beeilen. طارق يصلي الظهر والعصر في مسجد عثمان. Er betet das Mittags- und das Nachmittagsgebet in der Uthman-Moschee. Und er betet das Abendgebet und das Nachtgebet, ويصلي المغرب والعشاء في مسجد علي, in der Ali-Moschee. طارق يضع المنبه بجانبه. Er legt den Wecker neben sich ويستيقظ مبكرا und wacht früh auf, wa yusalli al-fajra fi al-masjid und betet das Morgengebet in der Moschee, wa yanamu ba'd salat al-fajr und schläft nach dem Fajr-Gebet. طيب الآن رقم واحد، طارق يصلي الظهر في مسجد عثمان، صحيح أم خطأ؟ هذا صحيح. نعم. رقم اثنان، طارق يصلي العشاء في البيت، لا يصح، نعم، ليس صحيح. ليس صحيحا، بل ليس من الأفعال الناقصة، من المانجلهافتن Verben, kein Mudarih haben zum Beispiel und keine Befehlsform, nur Vergangenheit. Und es ändert eben dann auch die Wörter. Anstatt ليس صحيحا, was eigentlich Khabar ist, wird es صحيحا. طيب، رقم ثلاثة، طارق يصلي الفجر في مسجد عثمان. ليس صحيح ليس صحيحا، صحيحا. أو du kannst sagen خطأ. Genau. Oder خطأ، falsch. نعم. رقم أربعة، طارق ينام بعد صلاة الفجر. هذا صحيح. نعم، أحسنت. رقم خمسة، طارق يضع المنبه بجانبه. هذا صحيح. وطارق يستيقظ مبكرا. هذا صحيح. أحسنت.
Hast du irgendwelche Fragen? Helle Deke, Sual? Nein, die Sorge. Okay, dann bleiben wir hier stehen. Robben Afina wa Afana wa Afadna bi Asrari.